Schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserem Foyer nach dem Ministerrat. Das Wort hat der Herr Bundeskanzler. Bitte. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Pressekonferenz heute steht im Zeichen einer weiteren wichtigen Reformmaßnahme. Wir haben schon mehrfach jetzt das Steuersystem in Österreich in dieser Koalition verändert. Wir haben es nachhaltig verändert durch das große Projekt ökosoziale Steuerreform. Und wir gehen jetzt den nächsten großen Schritt, die Abschaffung der kalten Progression. Und das ist ein technischer Begriff, was steht dahinter? Die kalte Progression ist die schleichende Steuererhöhung, hat in früheren Jahrzehnten immer auch dazu geführt, dass Regierungen, Finanzminister zwar viel darüber gesprochen haben, sie abzuschaffen, aber dann es doch nicht getan haben, weil es auch immer bedeutet, Spielmasse politisch zu haben, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dieses Geld den Menschen nachher fehlt. Das heißt, wir haben uns dazu bekannt, die schleichende Steuererhöhung abzuschaffen. Das heißt, dass tatsächlich mehr bleibt vom Lohn. Das ist das Ziel, dass die Menschen mehr Netto vom Brutto haben und das große Ziel, jetzt in dieser schwierigen Phase eine dauerhafte Entlastung haben, weil sie in Zukunft weniger Steuern zahlen und damit dieser schwierigen Zeit die Maßnahme auch gerecht wird. Allein im kommenden Jahr bedeutet das eine Steuererleichterung in der Höhe von 1,8 Milliarden Euro, die dann weiter anwächst und im Jahr 2024 eine Steuererleichterung für die Menschen bedeutet in der Höhe von 4,3 Milliarden Euro. Das heißt, es ist nachhaltig, es wird im nächsten Jahr nicht massiv spürbar sein für die Menschen, das sei hier auch gleich dazu gesagt, weil das erst dann immer stärker anwächst und wie gesagt, aber dann viel Geld ist, wenn man nichts dagegen tut. Für uns als Bundesregierung war wichtig, dass wir breit helfen. Die Abschaffung der kalten Progression, die Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung wird 7,5 Millionen Menschen in Österreich entlasten. Und nochmals dazu gesagt, das Wichtige ist, dass es keine Einmalentlastung ist, sondern dass es eine dauerhafte Entlastung sein wird. Ich sage hier ein ausdrückliches Danke dem Koalitionspartner, dem Finanzminister. Es war das ein historischer Schritt, es war das ein mutiger Schritt. Wir haben in den Archiven der Politik recherchiert. Es gab fast keine Regierung, die nicht dieses Ziel sich gesetzt hat. Es wird wahrscheinlich für alle die größte Überraschung sein, dass eine Koalition aus einer Mitte-Rechts-Partei und einer linksalternativen Partei hier einer der größten Strukturreformen in der Geschichte im Steuersystem vorgenommen hat. Ziel ist es und bleibt es, dass wir Menschen, die jeden Tag arbeiten, entlasten, die an dem Gemeinwohl in diesem Land einen großen Beitrag leisten. Ja, und auch, und dazu wird der Vizekanzler im Detail Stellung nehmen, sind wir auch unserer sozialen Verantwortung nachgekommen durch die Valorisierung der Sozialleistungen, die der Vizekanzler noch im Detail beschreiben wird. Es ist beides gelungen aus meiner Sicht, dass eben Menschen, die arbeiten, auch etwas davon haben, dass Leistung sich wieder lohnen muss und eben gleichzeitig auch der soziale Aspekt dabei nicht vernachlässigt wird. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Vizekanzler. Ja, danke, Herr Bundeskanzler, und danke für Ihr Interesse. Ja, in der Tat, es sind mit dieser Regierungssitzung, mit dem, was wir Richtung Parlament verabschieden, historische Schritte gelungen, und zwar gleich mehrere. Ich darf es noch einmal in Erinnerung rufen, die Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung, vulgo kalte Progression, die Valorisierung der Sozialleistungen, wie angesprochen, und im Übrigen fügt sich das ein, und das innerhalb eines Jahres zum anderen historischen Schritt in der Systemverbesserung des Steuersystems, nämlich die Ökologisierung des Steuersystems, und zwar in einer Art und Weise, dass man in mehreren europäischen Ländern darauf schaut, wie man es macht. Das gilt für die Ökologisierung, weil die auch sozial tragfähig gemacht wurde, genauso wie für diese Methode der Abschaffung der kalten Progression, und auf die Methode wird ja noch einzugehen sein, denke ich, insbesondere vom Finanzminister, weil die auch nicht irgendwie so daherkommt, sondern auch noch schlaue Elemente zusätzlich eingebaut hat. Also noch einmal mehrere historische Schritte, Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung und Valorisierung der Sozialleistung mit heutigem Tag. Warum ist das so wichtig oder warum passt es jetzt so gut in die Zeit? Ja, wir erinnern uns an die große Scholz-Rede. Wir leben in einer Zeitenwende. Diese Zeitenwende bringt aber auch viel Schwieriges.
oder vor allem Schwieriges im wirtschaftlichen, im sozialen Bereich. Und genau hier setzt das hier an. Wir können, das muss immer klar sein, wir können eine globale, vor allem fossilgetriebene Inflation nicht als Regierung eines kleinen Landes wegzaubern. Das muss einfach mal klar sein. Die Auswirkungen sind aber trotzdem genau in jedem Land, auch bei uns in Österreich. Und gegen die Auswirkungen, da kann man gegensteuern, im wahrsten Sinn des Wortes. Gegensteuern mit sozialer und mit ökonomisch vernünftiger Stoßrichtung. Und das Ganze fügt sich ja in ein Bild des noch einmal Großen und Ganzen. Wir haben sehr viele Direkthilfen auf den Weg gebracht. Die meisten werden jetzt eben ausgezahlt oder sind schon ausgezahlt worden. Dies ist die sofortige Direkthilfe. Dieses hier ist eine langfristige strukturelle Maßnahme, die aber eben auch zu mehr wirtschaftlicher Verlässlichkeit, auch für die Einzelnen und damit Planbarkeit beiträgt in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und das betrifft ja alle Lohn- und Einkommensteuerzahlerinnen und jetzt auch die, die weniger verdienen. Oft wurde die Abschaffung der kalten Progression oder wurde ihr nachgesagt, es hilft vor allem die Mittleren und Oberen. Stimmt nicht. Jedenfalls nicht, wenn wir es so machen, wie wir hier gemeinsam. Es haben hier alle was davon. Warum ist es so im Übrigen? Weil wir die unteren Stufen, die unteren Steuerstufen, weiter rausziehen und die oberen weniger weit und bei der Millionärsgrenze ist überhaupt Stopp, also in der allerletzten Steuerstufe bei Millioneneinkommen bleibt es, wie es ist, sodass wir auch hier noch einmal einen Beitrag leisten können. Aber warum ist das eben so wichtig? Weil die Menschen, gerade die, die weniger verdienen, ja voll betroffen sind und getroffen sind bei allen Ausgaben ihres Lebens und das Leben an jeder, beinahe mittlerweile an jeder Stelle teurer wird. Und jetzt hat diese Methode genau folgende schlaue soziale Komponente auch. Je höher die Inflation, desto höher werden ja die Lohnabschlüsse sein, desto höher diese schleichende Steuererhöhung und genau in diesem Ausmaß verschieben sich dann auch die Steuergrenzen, sodass dieses Phänomen weg ist. Beispiel, durchschnittlich gedacht jedenfalls, 5% Lohnerhöhung brutto, aber netto im Durchschnitt weniger, weil man ja über diese Steuerstufen gesprungen ist. Dieses wird jetzt eliminiert. Warum? Weil man die Steuerstufen selber mit rausschieben. Dieses ist das dahinterliegende System. Und was genauso wirkt, ist natürlich die angesprochene Valorisierung der Sozialleistungen. Und da geht es erst recht wieder darum, dass diejenigen, die es besonders brauchen, auch im positiven Sinn besonders betroffen sind. Also auch da dieser Automatismus, wenn besondere Teuerungswellen, und das haben wir nun jetzt mal, über das Land ziehen, dann wird ohne großes Gefeilsche und Zutun das hier mit erhöht. Auch eine Forderung, die schon ganz, ganz lang existiert hat. Und lassen Sie mich auch nochmal an der Stelle zusammenfassen, das gilt für die Abschaffung der kalten Progression, genauso wie die Valorisierung der Sozialleistungen. Ich habe es jetzt nicht genau nachrecherchiert, ich habe es im Ohr, seit ich schon Politik verfolge. Bei allen Ankündigungen war das immer ein Thema. Es wurde von Wirtschaftsverbänden genauso gefordert wie von Sozialverbänden. Und wenn man es, wie gesagt, schlau auflöst, meine ich vom Ergebnis her auch zutreffend und gerecht als Forderung. Es wurde immer gefordert, es wurde aber natürlich immer wieder auch angekündigt, es wurde versprochen, allerdings nie gemacht. Ich will da gar keine großen Vorwürfe erheben, weil es ist eh alles immer schwieriger, als man glaubt. Also gar keine Kritik an Vorgängerregierungen, nur eines steht fest. Es war in allen Regierungsprogrammen, glaube ich, oder in vielen, in allen Wahlkampfbeiträgen und Reden, ich durfte ja selber auch schon beim dabei sein, nur diese Regierung macht's, diese gemeinsam, diese macht's, wir machen es. Und das macht auch den Unterschied. Und selbstverständlich ist gar nichts, weil dann hätten wir es ja schon längst. So lang, ja. Also, aber große Reform, große Systemverbesserungen, die gekommen sind, um zu bleiben, weil diejenigen Parteien, wer immer in vielen Jahren noch regieren wird, diejenigen, die da hingreifen und sie vergreifen und das wieder wegziehen, die haben natürlich einen anderen Erklärungsbedarf. Also das sind Systemverbesserungen,
nicht nur kleine Schräubchen, das sind Systemverbesserungen, die jetzt endlich gemacht werden und die genau in die Zeit passen. Weil besonders, es ist eh immer richtig und wichtig, aber jetzt mit diesen Teuerungen besonders wichtig und richtig. Und der Herr Bundeskanzler hat ja die Dimensionen genannt, um die es da geht. Im nächsten Jahr schon um ca. 1,8 Milliarden, das wird ja dann aufgeteilt auf zwei Drittel, ein Drittel, Sie kennen das jetzt, was die Abschaffung der kalten Progression betrifft, und fürs zweite Drittel, ich gehe davon aus, dass wir da noch Näheres hören, für das dritte Drittel, sorry, noch Näheres hören werden, ist es eben so gestaltet worden, dass wir hier guten Gewissen sagen können, dass wir auch mit dieser Reform die soziale Tragfähigkeit besonders im Auge hatten. Es hilft eben jenen, die es besonders brauchen. Gilt für beide, gilt jetzt für beide Systeme, die wir hier nachhaltig verändern. Das sind die Hauptpunkte. Ich kann Ihnen auch zur Ausführung bringen, wir haben viele Beispiele, ich glaube auch der Herr Finanzminister, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt. Ich rede jetzt nur vom Jahr 2023. Eine Familie mit zwei Kindern, ein Verdienst 1.900 brutto, ein Verdienst 2.100 Euro brutto. Wenn man jetzt die ökologisch-soziale Steuerreform herzieht, die ja auch wirkt, da sind ja die Stufen, die Steuersätze schon gesenkt worden, auf 20, auf 30 und die weiteren Folgen, plus die kalte Progression, jetzt die Abschaffung der kalten Progression drüber gelegt, dann sind das für diese Familie mit diesen beiden Bruttoeinkünften knapp über 3.000 Euro Entlastung. Und das kommt jetzt noch hinzu zu den Direkthilfen und zu den anderen Maßnahmen, die ja ebenfalls teilweise aus Steuerreformen, teilweise aus Fördersystematiken hervorgehen, wie etwa der Klimabonus oder der Teuerungsabsatzbetrag, der bestimmte Einkommensgruppen anvisiert, hier dann reingerechnet werden kann. Also in diesem Beispiel über 3.000 Euro plus die anderen Leistungen, die dann als Direkthilfen gekommen sind oder noch kommen werden. Alleinerzieherin, ein Kind, 1.300 Euro brutto, auch hier. Und da sieht man jetzt die Wirkung der Valorisierung der Absatzbeträge auch innerhalb der Abschaffung der kalten Progression. Das ist da ganz wichtig. Die Besserstellung 1.200 Euro circa. Also alles zusammen zu den Direkthilfen und den anderen Maßnahmen, die jetzt schon waren, würde das noch dazukommen. Und warum ist das so wichtig? Weil es sehr viel Sorge gibt und Unsicherheit und damit kommt zumindest, denke ich, sehr viel Verlässlichkeit wieder rein und es am Schluss für die Menschen wieder das Leben leistbarer wird und bleibt und insbesondere für jene, die es wirklich brauchen. Vielen Dank. Danke, Herr Vizekanzler. Herr Finanzminister, bitte. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Der Beschluss heute zur Abschaffung der kalten Progression ist ja auch ein Teil eines Gesamtkonzepts zur Entlastung der Bevölkerung, aber wohl der größte und wichtigste Teil dieses Gesamtkonzepts, weil es eine strukturelle Änderung ist, die dauerhaft auch wirken wird. Wir haben einiges ja schon auf den Weg gebracht, die ersten zwei Pakete, 4 Milliarden Euro, 28 Milliarden Euro, das dritte Paket, da sind wir im europäischen Vergleich, was Volumen betrifft und was Geschwindigkeit betrifft, ganz, ganz vorne dabei. Von Sonderfamilienbeihilfe bis regionaler Klimabonus, bis Sonderzahlungen auch für besonders betroffene Gruppen, also sehr treffsicher auch und ins Detail gehen. Wir haben die Stromkostenbremse auf den Weg gebracht, noch einmal eine Entlastung für 500 Euro, über 500 Euro. Also das sind Entlastungsmaßnahmen, die notwendig sind, die auch die Kaufkraft stützen. Um das geht es nämlich auch, wenn man es volkswirtschaftlich betrachtet und dadurch den notwendigen Konsum auch entsprechend stützt. Experten gehen jetzt davon aus, dass die Inflation doch mittelfristig höher bleibt, wie von der Zentralbank und anderen Experten noch vor wenigen Monaten eigentlich prognostiziert. Und daher können wir auch die Preisdynamik nicht dauerhaft mit Einzelzahlungen ausgleichen. Das ist, glaube ich, auch jedem klar. Sondern wir müssen Strukturen verändern, festgefahrene Strukturen auch verändern, um den Menschen am Schluss mehr Geld zum Leben auch zu geben. Und diese wichtigste strukturelle Maßnahme ist sicherlich die Abschaffung der kalten Progression, weil wir damit die schleichende Steuererhöhung endgültig beenden. Interessant ist eigentlich dabei, dass es, obwohl es eine steuerpolitisch wohl eine der größten
Maßnahmen und größten Schritte der vergangenen 30 Jahre war, dass die im Begutachtungsverfahren gerade einmal 26 Stellungnahmen eingegangen sind. Das ist insofern interessant, weil ich schon glaube, und es zeigt es auch, dass wir mit unserem gewählten Modell sicher den richtigen Weg gegangen sind und sicher nicht so schlecht liegen. Das zeigt eben die Rückmeldungen auch aus dem Begutachtungsprozess. Als Grundlage, wie die Berechnungen stattfinden, haben wir den sogenannten Steuerprogressionsbericht von WIFO und IHS. Der liegt diesem Modell zugrunde. Dieser Bericht weist jetzt von Juli 22 bis Juni 21 bis Juni 22 eine Inflation von 5,2% aus. Diesen Wert nehmen wir dazu her oder hat das WIFO und IHS hergenommen, um die Dimension dann auch entsprechend auszurechnen. Und damit ergibt sich, dass wir die Menschen mit der Abschaffung der kalten Progression im kommenden Jahr um 1,85 Milliarden Euro entlasten, allein für das Jahr 2023. Zwei Drittel, wie ausgeführt, erfolgen automatisch, indem alle Tarifstufen angepasst werden. Also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden automatisch über die Einkommensteuer entlastet und das ab jetzt jedes Jahr, Jahr für Jahr. Bei dem verbliebenen Drittel geht es um 600 Millionen Euro, gut 600 Millionen Euro, die im kommenden Jahr auch verpflichtend an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließen. Wir haben uns hier dazu entschieden, besonders kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten. Also das dritte Drittel, diese 600 Millionen Euro, werden unmittelbar zurückgegeben, indem die erste und zweite Tarifstufe weiter entlastet wird. Die Grenzbeträge für diese beiden untersten Tarifstufen werden um 6,3% dann insgesamt erhöht. Also das bedeutet konkret mehr Lohn, dafür weniger Steuern. Und wenn ich die Beispiele, die der Vizekanzler schon angekündigt hat, nennen darf, also wir beginnen mit der Besteuerung bisher bei 11.000 Euro, das wird in Zukunft bei 11.693 Euro liegen. Also der Einstieg in die Besteuerung wird später erfolgen, bei einem höheren Wert erfolgen und dann Stufe für Stufe ist es dann dasselbe. Zwei Beispiele, eine Pensionistin mit einer Durchschnittspension von 1.580 Euro brutto monatlich profitiert durch die Abschaffung der kalten Progression im nächsten Jahr mit 370 Euro und insgesamt bis 2026 3.700 Euro, die sie sich erspart. Ein Arbeitnehmer mit einem Einkommen von 3.170 Euro brutto profitiert im nächsten Jahr mit knapp 400 Euro für das Jahr 2023. Bis 2026 sind es 4.100 Euro, die er profitiert durch die Abschaffung der kalten Progression. Also ja, seit 50 Jahren wird es diskutiert. In jedem Regierungsprogramm war es drinnen. Wir setzen es nun um zu 100%. Und das ist schon, glaube ich, ein Akt der Fairness auch gegenüber dem Steuerzahler und der Steuerzahlerin, dass den arbeitenden Menschen, die von der massiven Teuerung jetzt auch betroffen sind, einfach mehr bleibt, mehr netto vom Brutto bleibt und dass der Staat nicht der Hauptprofiteur dieser hohen Inflation ist. Wir geben den Menschen das Geld zurück, das wir an Mehreinnahmen aufgrund der hohen Inflation auch haben. Und ja, es nimmt uns Spielraum, das ist auch klar. Es wäre einfacher und bequemer, sich zurückzulehnen, nichts zu tun, aber es ist keine Zeit für Bequemlichkeit und deswegen haben wir diesen Schritt auch entsprechend gesetzt. Vielleicht auch noch zur Dimension, bis 2026 sparen sich alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler rund 20 Milliarden Euro. Das wurde auch vom IHS und WIFO entsprechend ausgerechnet. Und auch volkswirtschaftlich hat das natürlich Auswirkungen. Eco Austria hat errechnet, dass durch die Abschaffung der kalten Progression bis zu 1% zusätzliches Wirtschaftswachstum auch resultiert, 36.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden und 20.000 weniger Arbeitslose bis 2026 geben wird. Also insgesamt, glaube ich, wirklich eine historische Reform, eine strukturelle Reform, die bleiben wird. Wir hoffen natürlich jetzt auch, dass im Parlament alle Parteien, die das auch gefordert haben in den letzten Jahren, das auch unterstützen werden. Davon gehe ich aus, wenn man es sachlich und nicht nur parteipolitisch betrachtet und freue mich auf die Diskussion im Parlament. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Frau Klubobfrau, bitte. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Meine Vorredner haben es ja bereits erwähnt. Es ist uns allen bekannt, wir sind seit circa einem Jahr konfrontiert mit einer vor allem fossil getriebenen Inflation, die ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben der Menschen in unserem Land hat.
Durch die Teuerung sind viele Menschen in Bedrängnis geraten. Es wird alles teurer, die Energie, Lebensmittel, Wohnen. Die Preise sind in all diesen Bereichen gestiegen und wir haben bereits im Dezember letzten Jahres ein erstes Paket geschnürt, um Maßnahmen zu ergreifen, die treffsicher sind und schnell dazu geeignet sind, die Menschen zu unterstützen in dieser schwierigen Situation. Wir haben mit dem dritten Entlastungspaket im Juni dann auch wieder zwei Dinge veranlasst und in Angriff genommen. Einerseits die weitere Direktzahlungen, die derzeit ausgezahlt werden, die auf den Konten landen, in einer guten Abwägung, dass sie sozial treffsicher sind, aber dass sie auch schnell überwiesen werden können, insbesondere der Klimabonus, der jetzt gerade ausbezahlt wird. Und wir haben aber gleichzeitig langfristige und strukturelle Maßnahmen gesetzt, die wir heute beschließen und die wir jetzt in weiterer Folge im Parlament beschließen werden. Warum tun wir das? Die Sorgen sind für viele Menschen in unserem Land sehr spürbar und drückend und das betrifft natürlich insbesondere jene Menschen, die auch bisher schon in einer finanziell angespannten Situation waren. Das sind Mindestpensionistinnen, sind Alleinerzieherinnen, Menschen, die nur Teilzeit arbeiten können, junge Familien, Studierende etc. Und als Grüne ist es uns besonders wichtig und auch dem Sozialminister ist es besonders wichtig, den Menschen die Hilfe zukommen lassen, die sie brauchen und insbesondere auch was dagegen zu tun, die Sorge, die viele Menschen haben, dass sie in Armut abrutschen können, könnten, da dagegen etwas zu machen. Das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag, was den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft betrifft. Und vor diesem Hintergrund ist neben der Abschaffung der kalten Progression, die hier ausführlich besprochen wurde, bereits ein weiterer großer Meilenstein gelungen, ein großer Fortschritt, nämlich die jährliche Erhöhung der in Österreich existierenden Sozialleistungen. Das wird seit Jahrzehnten gefordert, also ähnlich wie die kalte Progression hat sich es vielleicht auch in dem einen oder anderen Regierungsprogramm gefunden. Es wurde bis jetzt nicht umgesetzt, wir tun es jetzt. Das ist ein riesiger Meilenstein, es profitieren davon ca. 1,3 Millionen Menschen im Land. Was bedeutet die Valorisierung der Sozialleistungen für die Betroffenen? Es bedeutet, dass diese Sozialleistungen von der Familienbeihilfe bis zum Reha-Geld automatisch inflationsangepasst werden. Sie erinnern sich, in der Vergangenheit hat es dann immer Diskussionen gegeben und dann hat es halt ein paar sprunghafte Erhöhungen gegeben, aber dass es automatisch passiert, das ist eine ganz, ganz langjährige Forderung von Sozialorganisationen, auch in der Politik, selbstverständlich auch von meiner Partei. Und das setzen wir jetzt um. Damit gibt es Jahr für Jahr automatisch mehr Geld im Börserl ohne Diskussion und schwierige Verhandlungen. Das sorgt auch in Krisenzeiten natürlich für mehr Sicherheit, wenn man sich darauf verlassen kann, dass diese Beträge, diese Sozialleistungen mitwachsen. Und es ist auch mir wichtig, auch hier das Signal zu senden, nicht nur das Geld, sondern auch jenen Menschen, die mit Zukunftsängsten konfrontiert sind, wir lassen niemanden im Stich. Welche Leistungen werden hier angepasst? Für unter die jährliche Valorisierungsautomatik fallen alle Sozialleistungen, dazu gehört das Kranken- und Rehabilitations- und Wiedereingliederungsgeld, das Umschulungsgeld, die Studienbeihilfe, die Schülerinnenbeihilfe, das Kinderbetreuungsgeld, der Familienzeitbonus, die Familienbeihilfe, der Mehrkindzuschlag und der Kinderabsetzbetrag, all das mit 1. Jänner 2023. Und ich erinnere mich noch gut, also die automatische Erhöhung der Studienbeihilfe war schon meine Forderung als ÖH-Vorsitzende vor 2009 und die ÖH-Vorsitzenden vor mir haben das auch jahrzehntelang gefordert. Das ist ein ganz wichtiger Schritt zur Absicherung unseres Sozialstaats, der gut ausgestattet ist, aber der hiermit noch wesentlich mehr Sicherheit gibt. Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt hinweisen, der mich auch besonders freut, weil er insbesondere junge Familien und Frauen entlastet. Wir haben die Situation, also es gibt eine Studie, die besagt, dass 30% der Väter den Papamonat nicht in Anspruch nehmen, weil er wieder abgezogen wird vom Kinderbetreuungsgeld. In dieser Reform ist auch drinnen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Das sind 700 Euro der Kinderzeitbonus, der Familienzeitbonus, der hier wirkt und der hoffentlich in unserer Erwartung dazu führt, dass der Papamonat stärker in Anspruch genommen wird und dass Väter sich an der Betreuung und Erziehung der Kinder stärker beteiligen, eine stärkere Väterbeteiligung. Das ist familienpolitisch wie frauenpolitisch auch ein wichtiger Schritt, der neben vielen anderen Punkten auch in diesem Paket drinnen steckt. Vielen Dank. Vielen Dank dem Regierungsteam und der Klubobfrau. Wir kommen zu Ihren Fragen, Herr Westhoff.
Ich hätte noch eine Frage, nachdem Sie es selber ein bisschen angesprochen haben, die Erwartung, dass das nicht mehr zurückgedreht werden kann, aber warum haben Sie keine Verfassungsregelung dann angesprochen, dass das ein bisschen mehr einzementiert hätte? Und die zweite Frage an den Bundesparteiobmann der ÖVP, nachdem Sie bisher noch nichts dazu gesagt haben, wie sehen Sie denn die Abrechnung Ihrer Generalsekretärin bei Ihrem Rückzug aus der Politik mit Ihrer Politik? Also zum einen, es wird schon Nachfolgeregierungen dann schwerfallen zu argumentieren, warum man die schleichende Steuererhöhung wieder einführt. Das ist das Politische. Das andere ist das Pragmatische. Eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, um tatsächlich den Verfassungsrang zu erreichen, hätte den Verhandlungsprozess jetzt in die Länge gezogen. Uns war wichtig, dass wir mit 2023 tatsächlich starten können. Das Konzept ist ein sehr kluges, in dem ein Drittel dieser Entlastung ja auch noch immer für sozialpolitische Verteilungsmaßnahmen oder wirtschaftspolitische Verteilungsmaßnahmen zur Verfügung steht, aber auf jeden Fall den Menschen zurückgegeben werden muss. Also aus unserer Sicht her ein gutes Gesetz, um die Menschen in dieser schweren Zeit zu entlasten und vor allem die, die arbeiten, auch zu entlasten. Zum anderen, Sie können sich vorstellen, das Thema des Generalsekretärs oder der Generalsekretärin der Österreichischen Volkspartei war kein Thema im Ministerrat. Wir haben uns mit den echten Herausforderungen für die Menschen auseinandergesetzt. Das Thema für die Volkspartei wird im Sinne der Volkspartei gelöst. Dankeschön. Frau Arthofer. Drittel, über das Sie frei entscheiden können, jedes Jahr bis 15. September, um genügend Vorlaufzeit zu haben. Kann die Regierung, also Sie eventuell wahrscheinlich, wie auch immer im nächsten Jahr oder eine Folgeregierung, auch entscheiden, man macht gar nichts damit? Ich meine, das ist ja auch eine politische Entscheidung. Man könnte ja sagen, man muss jetzt ein Budgetloch stopfen. Also wäre das auch möglich oder muss es verteilt werden? Wäre meine eine Frage und die andere ist, Herr Nehammer, ich muss es leider auch probieren. Frau Sachs-Lehner hat gesagt, sie sieht die Werte ihrer Partei nicht mehr vertreten und sie war Generalsekretärin bisher und hat auch viel Unterstützung aus Tirol, aus dem wahlkämpfenden Tirol, aus Wien bekommen. Vertritt die ÖVP nicht mehr die Werte, die sie zum Beispiel noch vor einem Jahr vertreten hat? Also was sagen Sie zu dieser harschen Kritik der ehemaligen Generalsekretärin? Also dann fange ich mit Ihrem Lieblingsthema zum Schluss an. Sie haben schon es richtig betont, es ist die ehemalige Generalsekretärin. Nochmals, die Volkspartei hat hier schon ein klares Bild, wie wir diese Nachfolge regeln werden. Es stimmt doch übrigens nicht, dass ich nichts dazu gesagt habe, wenn Sie sich genau erinnern. Ich habe eine dementsprechende Aussendung gemacht, wo ich festgestellt habe, dass es wichtig ist, dass die Menschen sehen, dass wir uns nicht mit Parteibefindlichkeiten aufhalten, sondern dass wir für die Menschen arbeiten. Und das ist auch mein Anspruch als Bundeskanzler. Und das passt jetzt auch dann zu Ihrem ersten Teil Ihrer Frage. Wir haben Vorsorge getroffen, dass dieses Geld immer zurückgegeben werden muss. Damit haben wir auch eine 100% Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung. Aber das Entscheidende ist, und das haben wir ernst genommen, dass natürlich auch Wirtschaftsforscher gesagt haben, wir sollten immer uns auch einen Handlungsspielraum lassen, wenn es zu sozialen Verwerfungen kommt, wenn es Maßnahmen braucht, wo man gegensteuern muss, eben nicht starr alles zurückzugeben, sondern zwei Drittel starr den Menschen zurückzugeben und ein Drittel so flexibel, dass man tatsächlich auch noch sozialpolitisch oder wirtschaftspolitisch gestalten kann. Dankeschön. Nächste Frage, Herr Kollege, dann die Frau Kollegin. Eine Frage an Sie, Herr Finanzminister. Sie haben schon angesprochen, Sie haben durch die Abschaffung der kalten Progression auch einen gewissen Handlungsspielraum verloren. Es gab ja im Vorfeld auch Kritik des Fiskalrats, dass das jetzt eine große Budgetlücke aufreißt. Daher die Frage, wie wollen Sie diese Lücke schließen? Wer soll das dann im Endeffekt wirklich bezahlen? Ja, danke. Ja, also Budgetherausforderungen sind groß in Zeiten wie diesen, weil wir eben viel tun, um die Menschen zu unterstützen in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit. Die Teuerungen treffen sehr, sehr viele Menschen und deswegen ist es keine Option, nicht zu helfen und keine Option, keine strukturellen Maßnahmen, keine Hilfen den Menschen zukommen zu lassen. Das ist keine Option. Also wir können es uns nicht leisten, nicht zu helfen. Ich glaube, das muss man auch einmal klar sagen. Bei allen Schwierigkeiten, die das fürs Budget mit sich bringt, jetzt was die Finanzierung betrifft. Ein großer Teil bei der kalten Progression geht auch über die Eigenfinanzierung. Das wird jetzt unterschiedlich gesehen. Manche reden von 40%. Wir haben ein Gutachten, das ein Eigenfinanzierungsgrad von 40% sieht. Das ist vielleicht etwas zu optimistisch angesetzt. Aber es gibt einen großen Grad an Eigenfinanzierung auch dabei. Aber ja, Budgetsituation ist herausfordernd, weil wir eben sehr, sehr viel tun, auch im europäischen Vergleich sehr, sehr viel tun.
Das ist herausfordernd, aber wir müssen auch schauen, dass das Wirtschaftswachstum weiter gegeben ist, dass die Kaufkraft weitergegeben ist, und deswegen sind diese Maßnahmen, vor allem wenn sie strukturell sind, und das, um das geht es ja heute, dringend notwendig. Wir können es uns nicht leisten, nicht zu helfen. Dankeschön. Herr Bundeskanzler, Sie haben ja mit diesem einen Drittel sich einen gewissen Gestaltungsspielraum offen gelassen. Es gibt jetzt das politische Bekenntnis, dass die einkommensschwachen Haushalte zumindest im kommenden Jahr entlastet werden. Gibt es dieses politische Bekenntnis langfristig oder ist das etwas, was jetzt nur im kommenden Jahr einmal so festgelegt wurde? Naja, aktive Budgetpolitik, aktive Steuerpolitik zeichnet sich ja dadurch aus, indem man auf die Umstände reagiert, die sich darstellen. Und wir sind jetzt in einer Phase, der einen Auftrag gibt an uns in die Politik, nämlich einerseits die Menschen zu entlasten, genauso aber auch die Unternehmer, die Unternehmerinnen, die Industrie, wie die Landwirtschaft. Das ist ein systemisches Thema, das uns gerade hier begegnet, weil eben die hohen Energiekosten ja gerade für alle eine Belastung sind. Und unser Ziel muss es sein, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, der dazukommt, wie können wir das alles finanzieren, warum können wir es uns leisten, die Menschen auf diese Art und Weise zu entlasten, ist, weil der Motor der Konjunktur, der Motor der Wirtschaft nicht in Stocken geraten darf. Das heißt, unser Ziel ist es ja dadurch, Arbeitsplätze zu erhalten. Arbeitsplätze heißt Einkommen und Einnahmen des Staates für die Lohnsteuer, für Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, unser Ziel ist es, trotz der Krise die Wirtschaft, den Konsum der Menschen am Laufen zu halten. Das ist ein ganz ein schwieriger Prozess, und genau danach richtet sich dann immer auch die Steuerpolitik und die Entlastungspolitik, wo man sagt, wie schaffe ich es, diesen Prozess bestmöglich zu gestalten. Das heißt, es wird natürlich immer adaptiert werden, wo man dann tatsächlich die Entlastungsschritte setzen muss. Das ist ja genau das Spannende dabei, dass man sagen kann, man hat ein Drittel Gestaltungsspielraum. Natürlich wird man immer danach trachten, die Ausgewogenheit in der Gesellschaft zu erhalten, so wie wir sind. Wir sind ein solidarischer Wohlfahrtsstaat in Österreich. Deswegen geht es uns auch so gut, wie es uns geht derzeit in diesem Land, auch wenn wir getrieben sind von der Sorge, dass es so bleibt, auch wenn die Menschen belastet sind von den hohen Kosten. So ist die Grundsubstanz dieser Republik eine gute, und die gilt es eben zu erhalten. Nächste Frage, Frau Kollegin. Herr Finanzminister, morgen erscheint erneut ein Bericht zum Thema Wienenergie. Was erwarten Sie sich davon? Und Bürgermeister Ludwig hat ja gemeint, Sie würden hier ein gesundes Unternehmen schlechtreden. Ist das so? Herr Finanzminister. Zwei interessante Fragen. Ja, die Stadt Wien hat uns angekündigt, dass sie ihren Bericht in den nächsten Tagen vorlegen wird. Und wir werden dann diese Erstbewertungen entsprechend zu prüfen haben. Was erwarten wir uns davon? Wir erwarten uns klare Antworten zu unterschiedlichen Fragestellungen, beispielsweise wie es innerhalb oder warum es innerhalb von wenigen Tagen zu einem Liquiditätsbedarf von mehreren Milliarden gekommen ist. Das ist eine, glaube ich, nicht uninteressante Frage, obwohl bereits Mittel im Vorfeld im Sommer auch zugeschossen worden sind vom Eigentümer. Dann auch natürlich wurden ausreichend Maßnahmen auch gesetzt vom Unternehmen, um das zu verhindern. Also viele Fragen, die offen sind und wo wir uns eine Antwort über diesen Bericht auch erwarten, weil es geht um einen nicht unwesentlichen Energieversorger in der Ostregion, 2 Millionen Kundinnen und Kunden, die hier betroffen gewesen wären, und es geht um sehr viel Steuergeld, und glaube ich, da muss man schon genau auch hinschauen, was die Ursachen waren, und das ist das, was wir uns erwarten vom Bericht. Zur zweiten Frage, es war dieses Unternehmen, das uns eigentlich die Dramatik übers Wochenende mitgeteilt hat. Wir haben die Dramatik nicht erfunden, sondern uns wurde auch schriftlich mitgeteilt, wie die Dramatik ist, nämlich, dass es zu einem Blackout kommen könne, dass 2 Millionen Kundinnen und Kunden betroffen sein könnten. Das war die Dramatik, die uns mitgeteilt worden ist. Und wir haben dann als weiteren Schritt in der Dramatik einen Brief erhalten mit einem offiziellen Ansuchen der Stadt Wien, innerhalb von 24 Stunden 2 Milliarden Euro zur Verfügung stellen zu müssen. Also die Dramatik, wie gesagt, ist nicht von uns erfunden worden. Und ich glaube, die Dramatik, die dort uns übermittelt worden ist, hat ja dann auch dazu geführt, dass wir übers Wochenende innerhalb von 72 Stunden mit allen Expertinnen und Experten darüber diskutiert haben, wie wir das machen können, wie wir der Stadt Wien helfen können,
um ihrer Verpflichtung und ihrer Verantwortung dann auch nachzukommen. Und ich glaube, viele, die dann übers Wochenende gearbeitet haben, hätten auf diese Dramatik auch verzichten können. Ich glaube, wenn ich das ergänzen darf, was hier ganz wesentlich ist, was der Finanzminister sagt, dass alles, was Sie auch nachher in den Medien geschrieben haben über die heikle Situation für die Wienenergie durch Zahlungsunfähigkeit, ist selbst von der Wienenergie schriftlich der Bundesregierung übermittelt worden. Das nachzulesen, haben auch schon einige Zeitungen selbst publiziert. Das, was, finde ich, einer der wesentlichsten Fragen ist, die geklärt werden muss, ist die Frage des Risikomanagements. Uns ist jetzt ja bekannt geworden, dass schon vor geraumer Zeit große Finanzmittel einerseits in dem Stadtwerke-Konzern an sich und dann darüber hinaus durch das Land Wien zugeschossen worden sind. Die Frage ist eben, was bedeutet das für die Risikoeinschätzung? Wie wurde das Risiko gemanagt? Und was bedeutet es für die Zukunft? Weil unser Ziel als Bundesregierung ist ja, dass sich diese Dinge auch nicht wiederholen können. 2 Millionen Menschen ohne Energieversorgung, selbst in den Unterlagen der Wienenergie ausgewiesen, die Gefahr eines Blackouts muss dazu führen, dass es da ein Umdenken gibt. Und was die Ursachen eben sind, wie es überhaupt so weit hat kommen können, das muss geklärt werden. Und die Antwort, die sozusagen sehr schnell gegeben wird, ist wegen des Marktes. Das ist aber unbefriedigend, weil der Markt ist ja für alle gleich, auch in unterschiedlichen Betroffenheitslagen, und passt eben nicht auch dazu, dass schon über geraume Zeit so viel zugeschossen werden musste. Und wenn dann am Ende das Risiko so groß ist, dass das Unternehmen nicht mehr tragen kann und die Versorgungssicherheit für 2 Millionen Menschen und damit des größten Versorgungsunternehmens in Österreich nicht gewährleistet ist, dann müssen diese Fragen beantwortet werden, um eben stärker in die Zukunft zu gehen, selbst wenn die Energiekrise noch gefährlicher wird. Danke, Herr Bundeskanzler. Mit einem Blick auf die Uhr, Abschlussfrage hat die Frau Kollegin. Ich hätte noch eine Frage an Sie, Frau Klubob. Frau, ist für Sie jetzt dieses Thema rund um Asylwerber mit dem Klimabonus nach dem Rücktritt erledigt? Es gibt ja, wie die Kollegin gemeint hat, da sehr wohl Rückendeckung für die Ex-Generalsekretärin. Wir haben gemeinsam ein Gesetz beschlossen. Ich glaube, August Wöginger hat alles dazu gesagt. Der Klimabonus wird ausbezahlt und alle Menschen in Österreich profitieren davon. Dadurch nicht gefährdet? Wir haben gerade eine der größten strukturellen Reformen schon wieder gemeinsam präsentiert. Ich denke, wir beweisen damit und unterstreichen, dass wir sehr gut arbeitsfähig sind und beschäftigen uns nicht mit solchen Befindlichkeiten. Vielen Dank. Meine Herren, vielen Dank, Frau Klubob, vielen Dank auch für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.